Natürlich hatte er wenig Zeit. Aber wenn er Zeit hatte, dann hat er versucht, die Zeit wirklich mit uns zu verbringen. Also es gab den berühmten Papi-Tag. Also Geburtstage, Namenstage waren sogenannte Papi-Tage. Die Ferien hat er nicht ohne uns verbracht, sondern mit uns verbracht. Wir durften mit ihm überall hinreisen und er ist mit uns überall hingereist. Und wenn ich so einen Papi-Tag hatte, dann ist er geduldigst 5 Stunden neben irgendeiner Pferdekoppel gestanden, weil ich so pferdevernarrt war. Oder mein Bruder Franz Georg wollte mit ihm irgendeine Radeltour machen oder ist mit ihm zum Franz von Assisi gefahren in Richtung Italien. Das heißt, er war wirklich mit Leidenschaft und mit Freude Vater. Und das, was für uns eigentlich das Wichtigste war, er musste nicht immer da sein, aber wir konnten uns auf ihn verlassen.